Welcome back to another German food review, and it's breakfast time. Good morning, Tubies, and they're gonna call it the Jägerfrühstück. Why? Because this here is also called Jägerfrühstück, so hunter breakfast. Yeah, and what is that? Zwiebeln mit Wurst, so it's raw minced pork. Heavily seasoned, I guess. Jäger should be or more rough. Okay, 95% pork meat and seasoning. That's it. How high is the salt? 2.2%. Good. Yeah, 99 cents. You can see the price right here. And yes, it's raw. You can eat it. It's really tasty, I guess. But you have to find that out. There's more stuff, right? Just this here would be a little boring. Scrambled eggs with one bread roll, I think. And of course, a coffee. And one onion for the raw minced pork. All right, let's take a look at that here. Yeah, that looks pretty, doesn't it? And you get vegetables and so on. And yeah, that's not the nicest idea to put the butter right in there because it's almost melted. All right, yeah, one bread roll right here, right, for the Jäger Frühstück or Zwiebelmet, whatever the name, right, there are different names for that. Okay, and this stuff. So I have to cut the onion and so on. I have to prepare it. Let me show you the price quick. Here's the coffee, as always, €2.30. Here's the Jägermet and the onion, 9 cents for the onion, €1 for the Jägerfrühstück, and €3.99 for the scrambled egg with bacon and onions, one piece of bread roll, vegetables, and a piece of butter. Back in a sec. So, here it is. What do you think? I think it looks good. The other stuff is, by the way, from Schaefer's, okay? And if you eat in the bakery store, it would look like that here. That's a breakfast for two times scrambled eggs and so on. A little bit of sausage, and bread rolls, butter, and so on. Looks quite nice. Anyway, let's eat Subway. Okay, first of all, a little bit of scrambled egg. Here we go. Freshly cooked. They have a little cooking area, and then just cook it for you. Yeah. Not over-salted, nice. Right, you can grab salt and pepper if you like. But the pepper and the salt is for this, or mostly the salt. Pepper, not sure. Oh yeah, took it. And, nice. Okay. And of course, we're going to taste them. Matt, here's just one bread roll. I thought one would be enough, I hope. Right, yeah, it was melted a little bit one side. Okay, yeah, don't stick the butter right next to the hot scrambled eggs. Okay, and here the cut. Oh man, oh boy, coordination issues, right? It's too early. So here the cut onions, and here is the mat, Zwiebelmet, kind of Zwiebelmet, whatever, right? There are multiple names, but yeah, let's just try it. Come on, spread this on here. Is that good? Yes. I don't want to ruin this knife. Here it is. Spread it onto the bread roll. Let's add a little bit of salt. Just a little bit. Oh no, maybe I should try it first, right? 2.2 isn't that low. So here we go. Yeah. Okay, just a little bit. Actually, don't have to add more salt, but yeah, just a little bit. I also want to add some onions, right? This is more than enough. And let's sprinkle over a little bit of onions. Mettbrötchen. Yummy stuff. Right. Oh no! Oh boy, it's really too early. Oh god. Yeah, I'm sorry for that. Well, okay, I'm hungry. I'm very weak. Here we go. Add extra onions. Oh, that's just awesome. Really good. Without the onions, it tastes really good as well. Here you go. And they're very nice consistency too. But with onions, it's even better. Bauerngut, it's from NP, discount 150 gram, right? How high are the calories? Under 200, yeah, it's not really high.
And this is definitely very, very tasty. Prost. One piece of onion. A little bit of scrambled eggs. There we go. Yeah, I would say that's a good breakfast. Come on, yeah. Just egg with bacon, not so much on it, but and you can choose, right? If you don't like bacon, you can order it without bacon. Oh man. And if you don't like onions, you can also order it without onions. I'm too hungry, man. Come on. Here we go. Prost. Ja. Jägerfrühstück. Yummy, yummy. Mostly everything, right? Not everything. I think I had one product with Jäger that wasn't that great, but the rest is usually very nice. Here we go. Also this stuff here. Excellent, I like it. Tiny portion. €1, right? It's cheap. And it's damn tasty. Right, if you're really hungry, buy two of them. Here we go. Okay, time for the vitamins. Two slices of tomato. But just one piece of cucumber, okay? There's the lettuce, a lot of lettuce. Yeah, I can't really describe how this stuff actually tastes like. I guess it's just a fine meat flavor. Of course, there's seasoning, salty, onion, and so weiter, and so on. I'm sorry. Yeah, what's the actual... I can't steal that much from the Germans, but I guess they know it, right? Most Germans will know how that tastes like. No idea. It's a very fine flavor, right? It's not really strong, but it's extremely yummy. Here we go. Properly season it with onions, it's even better. Last piece. Very good. Yeah, I would buy this again for sure. It's a little difficult to eat here. Here we go. And the egg, I would buy again. Right. It's like home cooked, and I can't do it really like that here. So they cook it for you. That's fine. Definitely a thumbs up for Schäfer's bakery shop. Okay, whatever. There's a little bit of coffee left, so let's drink this. It's not from Schäfer's, it's from Le Crebac, because I just like this machine coffee. Not sure those machines are called. I have to look this up somewhere. Prost. And a bite of cucumber. Delicious breakfast here. Egg and raw minced pork. And this is, by the way, a real Schrippe. Here we go. What? Okay, this is the bottom part, but it only has one slit. That's a proper Schrippe. And tastes okay. But don't put the butter right next to the hot stuff. Anyway, definitely a thumbs up for Schäfer's. Definitely a thumbs up for that. It's a little more for me. I really like that stuff here. Zwiebelmettwurst, Jägerfrühstück. It's from Bauerngut, whatever, right? It's nice. Thanks for watching. I'll continue in German. So, guten Morgen, liebe Zuschauer. Es gibt ein Frühstück. Und bin noch nicht so wach oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon ein paar kleine Fehlerchen gemacht. Ja, passiert. Ich probiere mich anzustrengen, versprochen. Und was gibt es? Ja, ich habe das hier gesehen im NP-Discount. Da klebt es dran, okay. Und zwar ein Jägerfrühstück. Es gab auch noch einen anderen Namen. Das war quasi das gleiche, wahrscheinlich nicht ganz so hart gewürzt wie das hier.
Wie auch immer, das finde ich eine gute Idee. Und ja, Zwiebel-Mettwurst ist eigentlich immer geil, oder? Ja, das ist drin, 95% Schweinefleisch und Salz natürlich. Und ja, der Rest ist einfach nur Gewürze. Sehr geile Erfindung. Preis seht ihr hier, 99 Cent für so ein kleines Ding ist auch noch günstig. So schön 150 Gramm ist nicht zu groß, nicht zu klein, ist genau richtig. 100 Gramm haben ungefähr 200 Kalorien, 2,2% Salz, nice. Keine Kohlenhydrate, ein bisschen Fett, mehr Protein. Bauerngut, Fleisch und Wurstwaren GmbH. Ja, Bückeburg. Alright, kommt hier aus Bückeburg. So, was gibt es dazu? Nur das Ding wäre ja ein bisschen langweilig. Also habe ich noch Rühreier gekauft und zwar von Schäfers. Hier seht ihr Schäfers. Das kostet 3,99 €, klingt erstmal hoch. Aber man bekommt Rühreier, etwas Gemüse dazu und eine Butter und ein Brötchen. Ja, eigentlich wollte ich ein dunkles haben, aber dann habe ich geguckt, gab es irgendwie nicht so gute. Deshalb habe ich eine normale Schrippe genommen. Ja, 93 dafür und das hier in P-Discount. 99 Cent für das Jägerfrühstück und 9 Cent für die Zwiebel. Ja, ich mag da immer Zwiebeln drauf machen. Hier sind sie geschnitten. Das schmeckt irgendwie noch geiler. So, dazu gibt es einen Kaffee, wie immer. Oh Mann, fast aus der Hand gefallen. Der Cup hier, 2,30 €. Und ja, Bäckerei-Kaffee schmeckt mir nicht so gut. Das hier ist Salz. Kann man hier noch reinmachen, aber ich brauche das da nicht drin unbedingt. Denn es soll mehr nach Ei schmecken anstatt salzig. Aber ich mag es, wenn du ein ganz bisschen noch extra auf dieses Jäger, nee, Zwiebelmett, nennen wir es Jägermett, wie auch immer, raufmacht. So. Dann wollen wir mal anfangen. Ja, die Butter war hier schon ein bisschen geschmolzen. Das sollte man natürlich nicht machen. Eine Butter gleich hier nebenpacken. Sah zwar ganz schick aus, aber von geschmolzener Butter hat man nicht mehr so viel. Und ja, ihr müsst keine Butter runter machen. Ich mache es. Und ich werde es auch weiterhin machen, denn es schmeckt alles geiler mit Butter. Viel cremiger und besser. Alright. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, ja. Oh. Ja, ich weiß nicht genau, was los ist, aber irgendwie... Jetzt habe ich das Salz verschüttet drauf. Oh Gott, den muss ab. Sauber machen. Ja, okay. Ist zu früh oder so? Ist der kaputt? No, gut. Ikea-Qualität. Alright. Ich muss das Mett da noch irgendwie raufbekommen, ohne dass es daneben fällt. Schaffe ich das? Okay, wir kosten es erstmal so. Geht das? Here we go. Und schmeckt natürlich anders als so Hackepeter oder so. Das hier ist auf jeden Fall mehr gewürzt, aber es hat auch eine andere Konsistenz. Aber schmeckt irgendwie... Wonach schmeckt das eigentlich, außer die Gewürze? Ist das eigentlich nur, das muss ja das Fleischaroma sein, aber es ist so geil. Es ist so richtig, ich weiß auch nicht, das ist so richtig süchtig machend, das ist auch nicht so stark so, das wird auch nie langweilig. Das kann man irgendwie immer essen. Sollen wir mal hier eine schöne Schrippe machen? So. Ich will nicht das Messer zerbrechen. Alright, jetzt von Subway diesmal. Und ja, etwas Salz, wenn noch welches da ist. Ja, nur ganz wenig, da muss nicht so viel rauf, sonst ist es zu salzig. Okay, das reicht schon. Und ein paar Zwiebelchen. Wenn ich sie dann raufkriege, alright. So. Okay, jetzt muss ich erstmal was trinken. Auf den Schock. Prost, ich hoffe, die fällt nicht aus der Hand. Nope, ging. Okay. Erstmal etwas Ei essen, denn das Ei ist noch etwas leichter im Geschmack. Hier seht ihr, schön gekocht. Ja, und die haben eine eigene Kochstation dort drin. Ist ein bisschen schwierig zu essen hier. Here you go. Nicht übersalzen, das finde ich sehr gut. Ich meine, man kann es sich selber wirklich noch nachsalzen. Und nicht jeder mag es so brutal salzig. Manchmal mag ich das auch. Aber so wie das hier ist, finde ich das gut. Da wird wahrscheinlich kaum oder gar kein Salz dran sein, außer das vom Bacon. Gut. Und dazu gibt es noch Gemüse. Ja, wenn ihr das einzeln kaufen müsst, dann ist es insgesamt hier gar nicht so teuer, wenn man das vergleicht. Hier ist ein Stück. Guck, geil. Das schmeckt lecker. Ja, die machen einfach die Eier auf. Und dann kochen sie das da hinten. So, die haben da so ein, keine Ahnung, was das für ein Feld ist, aber es hat halt jemand anders gemacht. Das ist trotzdem zu Hause gekocht quasi. Das ist brutal lecker, Mann. Und mit Zwiebeln ist es noch gleich dreimal geiler. Und die Zwiebel schmeckt auch richtig gut. Die ist nicht so brutal scharf wie die anderen. Okay, muss ich mir merken. Salzig, denn dieses typische Zwiebelmett-Aroma. Noch mehr Gewürze drin, Zwiebel und das Brötchen schmeckt diesmal auch ganz gut. Hier, könnt ihr auch noch Pfeffer ranmachen, wenn ihr wollt. Sehr geil. Prost. Ja, wenn wir noch ein bisschen Kaffee eingießen.
Kaffee schmeckt auch gut. Ja, ich würde sagen, das ist ja ein gelungenes Frühstück. Würdet ihr da zustimmen oder sagt ihr, nee, das sieht schlecht aus? Es sieht gut aus, würde ich sagen. Here we go. Jetzt muss ich die Krümelchen hier noch irgendwie zusammenkriegen, ohne dass sie runterfallen irgendwann. Ich glaube, wenn man den Bacon weglässt, kostet es 50 Cent weniger. Oder war da noch was anderes? Weniger, ohne Zwiebeln, glaube ich. Einfach nur Rühreier. Kann man auch nehmen. Kann man sich aussuchen. Here we go. Naja, und wenn man dort ist, sieht es natürlich besser aus. Erstmal sieht der Laden natürlich ganz schick aus. Und so sieht es aus, wenn man es dort bekommt. Das war ein Frühstück für zwei, nicht von mir. Aber so sieht das aus. Ganz nice, so schön präsentiert. Und dann kann man losnaschen. Aber man kann es auch zu go machen, was ich sehr gut finde. Mal ein paar Vitamine reinschaufeln hier. Zwei Tomatenscheiben. Waren drauf. Etwas Kaffee hinterher. Prost. Und ich habe Angst, dass mir die Tasse aus der Hand fällt. Ich weiß gar nicht warum. Aber okay, ist halt so. Und hier ist noch Salat. Sieht ganz schick aus sogar. Und war diesmal eine ganze Menge. Salatgeräusche. Hier wie kochen. Ja, super. Und die haben noch mehrere Frühstücksorten. Ich glaube, ich habe schon einige reviewed. Aber nicht alle, glaube ich. Oh Mann, das ist ganz nice. Jetzt kommen wir aber zu dem richtig geil leckeren. Das ist irgendwie süchtig machen. Seid ihr wirklich nach Zwiebelmett süchtig, so wie ich? Eigentlich bin ich dann noch süchtig, aber ja, manchmal muss ich es einfach kaufen, wenn ich es sehe. Und ich bin da durchgeschlendert. Ich habe es gesehen und gedacht, ah, da muss ich mal ein Frühstück machen. Here we go. Was, das wird doch nie langweilig. Das kann ich irgendwie gar nicht verstehen. Wenn man irgendwas so oft isst, wird es immer langweilig, aber das wird irgendwie nie langweilig. Aber ein Döner wird auch nie langweilig. Alright. Ja. Hefe gibt Jockern dann noch oben. Einfach gekocht. Sah sehr schön aus. Auch auf diesem, wo ist denn, keine Ahnung, Pappding. Aber ich wollte natürlich vorbildlich von einem Teller essen. Aber das muss ich mir jetzt hier mal reinschieben, denn ich habe Angst, das über die Kamera zu heben. Ich will go. Ja, und es ist nicht so leicht, mit der Kamera im Gesicht zu essen. Lockern Daumen nach oben für alles. Leckeres Ei. Leckeres Brötchen diesmal. Ja, hat besser geschmeckt als das andere. Okay. Butter ging. Ist okay. Und Salat ist nice. Für das Zwiebelmett, für mich gibt es da ja, mehr als 100%. Das würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen. Auch das hier, Bauerngut, keine Ahnung, ob das jetzt ein NP-Discount-Marke ist oder so. Aber wie auch immer, das hier schmeckt richtig geil. Und auch schön gewürzt. Klippen wir noch was dran. Hört sich auch ein paar Tage. Alles klar, Kaffee bekommt auch einen Daumen nach oben. Prost. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.